Kartoffeln waschen, schälen und in hauchdünne Scheiben schneiden. Das Kürbisfruchtfleisch in dünne Scheiben schneiden. Orange waschen und dick schälen, dabei die Weihhaut mit entfernen. Die Orange filetieren. Den Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Gasstufe 3 bis 4, Klammer zu vorheizen. Eine Gratinform oder flache Auflaufform mit Öl auspinseln. Kartoffel- und Kürbisscheiben sowie Orangenfilets in die Formschichten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Käse raspeln. Thymian waschen, trocken schütteln, die Blättchen von den Zweigen zupfen und hacken. Koriandersamen in einem Mörser zerstoßen. Chilischote waschen, längs halbieren, entkernen und fein hacken. Weiche Butter und Mehl verkneten. Sahne, Milch und Thymian in einen Topf geben. Mit Koriander, Chili, Zimt und Salz würzen. Aufkochen. Mehlbutter nach und nach unterrühren, zufügen und 2 Minuten köcheln. Sahnesoße über Kartoffeln und Kürbis gießen. Geraspelten Käse darüber streuen. Den Auflauf im heißen Backofen auf der zweiten Schiene von unten etwa 45 Minuten garen.